Und da sollte man vielleicht also auch noch etwas erwähnen, was heute eigentlich nicht mehr so, das kennt man nicht mehr. Kino war damals die große Nummer. Ja. Fernsehen hatte man, zumindest nicht jeder hat einen Fernseher. Man ist ja ins Kino gegangen. Und Kino war, ja, war eigentlich was Außergewöhnliches. Ja. Man ist nicht jeden Tag ins Kino gegangen, vielleicht einmal die Woche oder irgend sowas. Und wenn man dann eine Freundin oder sowas hatte, gab es dann diesen berühmten Spruch: Du, was meinst du? Gehen wir ins Kino. Und wenn die Ja gesagt hat, dann kam die zweite Frage: Schauen wir uns einen Film an oder nehmen wir Loge? Das war der Klassiker, hat jetzt jeder gewusst, was Sache ist. Das sind so die Geschichten. Eine Einrichtung, die ist damals auch, die völlig neu geschaffen wurde, das war wohl auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt. Jeden Samstag war Record Hop im Löwenbräukeller. Da hat also ein DJ, der Mel Sandorg vom AFN, der hat hier Platten, die neuesten Platten immer aufgelegt und immer eine Münchner Band vorgestellt. Amateurband, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren im Record Hop Samstagnachmittag, also die ganze Szene im Löwenbräukeller getroffen. Und da sagt der Mel Sandorg: Ja, heute hab ich eine Band engagiert. Die kommt nicht aus München, sondern die kommt aus Augsburg. Na gut, geben wir sie das Augsburg, es war uns eigentlich wurscht, die Frage, was sie gespielt haben. Und er hat sich angekündigt: Roy Black and the Cannons. Es war tatsächlich der Roy Black, war ein gnadenloser Rock'n'Roller. Ich weiß bis heute den ersten Titel, den sie gespielt haben, 40 Days, ist eine alte Glückwunschnummer. Und da hat man gesagt: Der Roy Black, das wird einmal einer. Was er dann geworden ist, das war nicht unser Stil, den Zeug, der mehr oder weniger gezwungen wurde, sowas zu singen. Aber der war ein guter Musiker und die Band war also auch gut. Also Record Hop war Pflichtveranstaltung, Samstagnachmittag, Löwenbräukeller. Gibt es heute also alles nicht mehr. War das eine Abkürzung, Rekatop oder? Ja, nein, das ist Schallplattenspringen, nicht? Also es ist so ist es gemeint gewesen. In Amerika hat es sowas vermutlich schon länger gegeben. Und dieser Mel Sandock, das war ein guter DJ, Moderator, zuerst wie gesagt beim amerikanischen Soldatensender AFN, den man ja in der Zeit sowieso immer gehört hat, weil da halt die neuesten Scheiben aufgelegt wurden, ja, die es bei uns noch gar nicht gab. Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, dass amerikanische Soldaten in München stationiert waren und natürlich auch die Kultur prägten dann, gell? Richtig, und vor allen Dingen muss man also auch noch eine Geschichte erzählen. Wir hatten hier mitten in Neuhausen ein amerikanisches Hotel, das der US Army gehörte, das Hotel Columbia. Das war eine amerikanische Insel mitten in Neuhausen für Deutsche off limits. Also da saß Tag und Nacht amerikanische Militärpolizei in der Hotelhalle drin. Und da war wirklich was geboten, wo man gehört, die haben sich auch Münchner Musiker verpflichtet, aber nicht irgendwelche. Da hat dann der Max Greger gespielt und so. Die hatten ja Dollars, das war ja für die geschenkt. Ja. Der Traum jedes Neuhauser Burm war natürlich einmal ins Columbia. Ich bin von einem amerikanischen Soldaten, der im Großwirt gesessen ist, Speisekarte nicht lesen konnte, wie es halt immer so ist. Man ist Münchner, man ist ein höflicher Mensch und hilft ihm. Und dann hat er gesagt, ob ich noch mitgehe ins Columbia. Da bin ich dann das erste Mal und das einzige Mal in meinem Leben ins Columbia gekommen. Eine geile Musik hat gespielt. Ich habe den ersten Cocktail meines Lebens geschlürft und habe dann gesagt, wie ich gegangen bin: Das ist es, dieser American Way of Life, da stehe ich drauf. Sehe ich heute völlig anders, aber das war damals natürlich sensationell, gell? Also und amerikanische Soldaten im Stadtbild, das war ja nichts Ungewöhnliches. Also bis weit in die 50er, also bis Ende der 50er Jahre sind viele GIs rumgelaufen, die alle in Uniform, da hat man sie ja gekannt. Und die haben das Straßenbild schon also mitgeprägt. Und vor allen Dingen haben sie eine Ecke geprägt, die leider nicht in Neuhausen liegt, am Bahnhof, die Goethestraße, mit vier Bars, vier Kneipen. Das war sensationell. Da gab es die Rumba Bar, das Palais de Danse, die Dolly und die Havana. Diese vier Bars. Da haben die besten Musiker der Welt teilweise gespielt. Also vor allem diese, muss man dazu sagen, diese Indo-Rock nennt man das heute. Das sind indonesische Musiker, die also als Indonesien selbstständig wurde, eben nach Holland, also in die alte Kolonialmacht zurückgegangen sind. Und die haben dann sind durch die ganzen amerikanischen Clubs durchgetingelt. Ja. Tillman Brothers, Javelins. Also das waren Musiker,
Die waren so gut, also das ist unvorstellbar. Die haben da Mitternachtsshow geboten und so. Sensationell. Und da waren die ganzen Amis natürlich drin. Da hat man dann schon mal miterleben können, wenn dann die amerikanische Militärpolizei gekommen ist, weil es wieder Schlägerei gab und so. Und die Jungs, die waren gnadenlos. Ja. Also da, die hatten ja keine Gummiknüppel, die hatten Holzknüppel. Und die haben zuerst zugeschlagen und dann gefragt, was los ist. Und die haben die Jungs da rausgezogen, haben sie auf so einen Lastwagen raufgeworfen und haben sie in die Kasernen gefahren. Also Goethestraße war das Zentrum der Rock'n'Roll-Musik hier in München. Also, ganz faszinierend. Natürlich lauter Halbwelt und so drin gewesen. Für einen Normalbürger nicht bezahlbar, weil es auch verhältnismäßig teuer war. Aber was man da an Musik gehört hat, das gibt es in München seit den 60er Jahren nicht mehr. Da war alles beieinander. Die älteren Herrschaften, also so meine Generation, wenn die immer aus dieser Zeit erzählen, dann fällt unweigerlich ein Name eines Lokals. Das war ganz draußen in der Leopoldstraße. Die Münchner sagen, es war die Gregerbox. Gregerbox ist natürlich völliger Blödsinn. Das Ding hieß Crackerbox, also die Keksdose. So ein amerikanisches Tanzlokal, muss man sagen. In dem damals noch, das war ein riesengroß, das Ding, die Tische so in Reihen gestellt waren vor der Bühne. Da saßen die Schwarzen, dann die Latinos und dann die Weißen. Also waren nur fast Rassen drin, könnte man fast sagen. Da durfte man als Deutscher rein, das war ein ganz normales Lokal. Und da ging es aber richtig zur Sache. Und wenn Sie das Wort einmal hören, Gregerbox, gemeint ist die Crackerbox in der Leopoldstraße, gibt es schon lange nicht mehr. Aber das war auch so ein Zentrum, wo man sich getroffen hat und wo man eben tolle Musik hören konnte.